Hallo zurück bei Dark Souls. Und wir sind hier in den Archives, der Erik und ich. Hi Erik. Hallo. Und wir wollen uns den Drachen vorknüpfen. Der sieht so ein bisschen, wie sah der aus? Weiß oder kristallmäßig? Ja, Kristall. Irgendwie? Hier ist ja alles so, das ganze Thema ist Kristall. Mhm. Ja, und ich bin mal gespannt, hat man schon ein wie dieser Kampf wird. Oh mein Gott. Wir haben ja in der letzten Folge schon mal kurz gegen ihn gekämpft, hatten aber da halt, wie gesagt, keine realistische Chance. Es gehörte zum Spiel, da zu verlieren. Und wie es jetzt beim zweiten Mal abläuft, das sehen wir bald. Okay, hier ist doch wieder gefährlich. Tschüss. Jetzt denkt man natürlich, ich will schnell den Bogenschützen erledigen. Da wartet noch einer. Assi. Ah, das läuft aber wie geschmiert hier. Gerade. So. Oh, da ist noch so ein Zauberer. Oh ja. Ich hoffe, wir kriegen bei dem seine Waffe. Was macht der für einen komischen Dance? Ja, ich hoffe, wir kriegen die mal, die Waffe von dem. Aber das ist Zufall. Hm. Da können wir auch so komisch tanzen. Ist sie nur dafür da? Nee, mit der kann man auch kämpfen, aber dann kann man halt auch diesen komischen Tanz machen. Oh, der Magier hat's auf mich abgesehen. Da oben noch. Oh. Also alles ist irgendwie ja Magie. Wieder eine üble Stelle hier. Ups. Das wollte ich nicht tun. Ich wollte eigentlich eine Estus nehmen. Naja, bist halt noch stärker. Bin ich halt einfach noch stärker. Der Rambo von Lordran. Ja, und um es nochmal zusammenzufassen, wir haben in der letzten Folge erfahren, dass wir der vierte Fürst sind, oder? So wurde es genannt. Ja, also der dunkle Fürst. Ja, der dunkle Fürst. Der Dark Lord. Der also Geheime, der verschwiegen noch wurde. Noch nicht, aber die Schlange will uns dazu machen. Genau. Aber wir sind es auch rechtmäßig irgendwie. Ja, also es gibt eine Prophezeiung irgendwie anscheinend. Stark. Und die Schlange will uns dahin führen, zu unserem rechtmäßigen Zustand. Und sie sagt natürlich, die andere Schlange, mit der wir jetzt noch gar nicht geredet haben, die ist böse und, oder nicht böse, aber verrückt und hat sich dem Lord Quinn angeschlossen, der quasi im Moment so die Herrschaft über die Welt hat, dabei aber verrückt geworden ist. Wie bei Harry Potter hier die Treppe. Ja. Bin hier immer so ein bisschen unsicher, was die Wegfindung angeht. Deswegen werde ich jetzt wohl mal ein bisschen hier... Oh. Ey, die Pfeile sind echt krass, oder? Die hauen übel rein. Ja, vor allem... Also es gibt auch Headshots in diesem Spiel. Wenn dich so jemand im Kopf trifft mit einem Pfeil, dann sieht's noch krasser aus. Vor allem spritzt einfach nur eine riesen Blutfontäne aus dem Kopf. Ja, wir rennen immer noch durch eine Bibliothek. Schon ganz schön krass, wie viele Bücher die hier haben. Ja. Die Archive des Herzogs. Weiß ich leider, kann ich auch nicht so viel zu erzählen, was die Geschichte angeht. Welcher Herzog das jetzt sein mag. Weg. Ist auf der anderen Seite. Macht er immer. Hin und her teleportieren. Direkt. Wenn er sich jetzt nochmal teleportiert, wäre es ganz schön scheiße. Mhm. Wow. Hast du ihn? Ah, ja. Nice. Cool. Hat mal wieder das erhöhte Poys jetzt von uns gemerkt. Ich konnte noch einen Schlag durchziehen. Und ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn wir jetzt hier lang gehen, sind wir richtig, hast du noch irgendwo eine Kiste erspäht oder so? Nee, irgendwo noch hier nicht. An der Ecke steht eine Kiste. Ja, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hier geht's weiter.
Den werde ich mal hier runter befördern. So. Aber hier kommen wir auf jeden Fall auch zum nächsten Leuchtfeuer. Was schon mal super ist. Da können wir erstmal hier diese Abkürzung aufmachen. Da verschiebt sich einfach mal ein Regal und wir haben eine Abkürzung zum Leuchtfeuer freigelegt. Ah. Wenn man genau hinschaut auch, das interessiert uns jetzt halt auch nicht groß, weil diese Waffe, die hier zu finden ist, eher für PvP geeignet ist, aber auf einem dieser Bücherregale, wenn man von oben schaut, kann man eine sehr geile PvP-Armbrust finden, die so drei kleine Bolzen hintereinander schießt. Und da kommt man drauf, indem man diese Treppe sich rumdrehen lässt und von der Treppe aus einen riskanten Sprung wagt, der zum Tod führt oder zur Waffe. Okay. Und ja, das muss man ein bisschen ausprobieren. Ach, hier ist ja eine Kiste, siehst du? Aber die ist safe. Safe. Einen blauen Brocken, okay. Mhm. Blaue Brocken sind dann, um Magie zu verstärken. Also Magiewaffen. Dann gibt es natürlich noch rote Brocken, graue Brocken. Graue Brocken für ganz normale, rote Brocken für Chaoswaffen. Und da kann man sogar die Rüstung finden, gerade sehe ich gerade, von diesen Kanalisierern, von diesen Magiern, die da sind. Aha. Ja, und so gibt es für alles diese Brocken. Handwerksmaterialien. Auch safe, cool. Das ist er doch. Riesenzellenschlüssel. Für den Freund im Keller? Ja. Eben, das war doch der... Aha. Da ist wieder eine Kiste. Eben, das war der Riesentorschlüssel. Jetzt haben wir den Riesenzellenschlüssel. Ja, sehr gut. Den Kollegen, den können wir noch retten. Da ist eine verzauberte Waffe zum Beispiel. Mhm. Kann ich ja mal kurz zeigen. Es hat dann so ein blaues Symbol, so wie die okkulte Keule dieses Symbol neben der Waffe hat. Und die Kristall dieses und Blitz hat dieses. So hat... Wisse? Verzaubertes Falchhorn? Da, ein blaues Symbol. Macht halt, wie man da sieht, auch extra Magieschaden. Und je nach Gegnertyp ist der Gegner halt anfällig drauf oder nicht. Kennt man ja. Also so eine Art von System. Hier geht's jetzt runter. Da ist noch eine Kiste, ja, dachte ich mir da. Okay. Ach, die sind ziemlich sinnlos, die Dinger. Damit kann man sich Wege markieren. Aber ich denke mal, das werden wir nicht brauchen. Oh, jetzt sind wir auf einmal draußen. Ja. Ah, verdammt. Ah, wir haben eine Quest vergessen. Mit diesem dicken Ritter, der erscheint uns nochmal am Feuerlink-Shrine. Da hätten wir mit dem reden müssen. Der gibt ziemlich coole Sachen. Und eine graue Scholle. Mhm. Aber ist auch nicht wichtig eigentlich für uns, weil wir ja Drachenwaffen machen wollen. Es gibt so viele Sachen jetzt gerade, die nicht wichtig sind, aber es gibt allgemein so viele Sachen, dass man wie... Ah. Puh. Das war hart. Und... Er könnte dich jetzt auch... Ne, kriegt er nicht. Puh. War aber knapp. Hier steht dann die Tochter von dem fetten Zwiebelritter. Ist da Ach, hinten... den meinst du, der fette Zwiebelritter. Sind da Items? Da ist ein Item. Ist das etwa die Kristallrüstung? Ja. Geil. Cool. Sehr schön. Können wir vielleicht auch mal irgendwo noch zeigen. Ja, können wir auch anziehen eigentlich. Wenn. Ja, wir machen einfach irgendwann mal in der Folge, probieren wir mal alle Rüstungen durch, damit ihr die mal seht. Es sind nämlich einige richtig coole dabei. So wie die, die wir gerade anhaben zum Beispiel. Ich bin gerade echt ganz froh, wie locker die sich hier schnetzeln lassen.
So, ab in die Kristallhöhle. Wieder sehr geil hier, die. Oh ja. Teils nur echt etwas knifflig. Boah, hier ist auch nicht viel Platz gerade. Ja. Aber Feuer ist wahrscheinlich gut gegen die, oder? Nee, nicht wirklich. Die sehen zwar so aus wie so Eisdinger, sind aber halt aus Kristall. Kristall, stimmt. Also, hat keinen besonderen Einfluss auf die. So, hier kommt schon das erste, man sieht so Schneeflocken hier runterfallen. Das ist ein unsichtbarer Weg. Krass. Für Menschlichkeit. Hat man natürlich auch, also ich meine... Man kommt auf so eine Idee, da beim ersten Mal spielen, so ist es... Es ist einfach total verrückt eigentlich. Weil man möchte ja auf keinen Fall sterben in diesem Spiel, aber dann... Muss man sowas Riskantes ausprobieren. Ja, solche Risiken eingehen. Und nicht nur an dieser Stelle, wie man gleich sehen wird, sondern auch, um hier weiterzukommen. Aber da helfen einem dann halt hier die anderen Spieler. Ach ja, mal ein Zeichen. Sehr weiter. Wobei, das war sogar nicht mal von einem anderen Spieler. Aber trotzdem jetzt hier, ich weiß nicht genau jetzt, man sieht ja, wo die Schneeflocken aufkommen. Daran kann man sich ein bisschen orientieren. Oh, und jetzt kommt dieser, der ist hart. Was für eine Perspektive das auch hat, hier so alles. Ja, und... Schon ein cooles Level, finde ich. Oh, der ist wirklich nervig hier auf diesem kleinen Balken. Boah, haut er dich mit einem Schlag runter? Ja, das kann schnell passieren. Schneller, als man gucken kann. Oh. Oder ich fall so runter. Muss mal hier... Vorsicht. Ich muss an ihm ein vorbei. Ein Schlag haut krass. Muss an ihm vorbei. Ja, genau, das kommt noch dazu. Ich gehe mal hier an ihm vorbei und versuche hier ein bisschen zu kämpfen. Ist auch so einer, der nur einmal da ist halt. Ist auch ein anderer, wie ihr seht, so ein brauner. Der ist auch ein bisschen größer, habe ich das Gefühl. Ja. Oh. Und der hält vor allem viel mehr aus. Ich probiere es ein bisschen. Oh ja. Aber ich muss wieder an ihm vorbei. Oh oh. Ja, also man merkt... Oh, er kann auch rennen. Ja, ach du Scheiße, ey. Rennen wir dann ihm vorbei. Ja. Komm. Mach mich nicht kirre, ey. Oh, das haut rein. Ja, das ist gut. Vor allem staggert es ihn auch so. Dass er kurz außer Gefecht ist. Und noch einen reinhauen, wenn er jetzt kommt. Oh, jetzt macht er das. Oh, wie weit überall geht denn das? Okay, das hat... Und der Feuerball hat leider nicht getroffen. Doch, der hat getroffen. Und damit ist er down. Sehr gut. Nice. Das war knapp, ey. Das war sehr knapp. Aber er ist wieder weg für immer jetzt. Schon mal gut. Und ja, hier müssen wir uns sogar ein Stück troppen lassen. Oh. Und sind jetzt über dem. Über dem zweiten. Aber den müssen wir gar nicht machen. Unbedingt. Weil eigentlich muss man hier rüber. Ich weiß gar nicht, wie man auch von da unten wieder hochkommt. Gerade. Okay. Ja, dann gehen wir weiter. Ach, und hier sind übrigens überall diese Butterflies. Riesige Schmetterlinge. Die sind hier überall. Die kann man auch angreifen, wenn man möchte. Aha. Mit einem Pfeil und Bogen natürlich. Aber das wird dann ganz schön krass. Quasi jedes Mal wie so ein Endgegner. Mhm. Shit, ich habe total die Orientierung verloren hier auf dem unsichtbaren Boden. Ich glaub, da ist eine Schneeflocke direkt neben dir gewesen. Ja, die kommen halt überall runter, aber nur wo sie aufkommen, kann ich auch lang gehen. Rechts war das ein bisschen. Da? Ah, da. Vor dir geht's noch. Ich glaube jetzt ab hier einfach nur geradeaus, oder? Ja, da vorne kommen sie noch auf. Ja, ja. Ich renne mal einfach. Und da links. Und, ja, passt. So. Ist safe. Hier liegt ein Item. Das holen wir uns. Keine Ahnung, was es ist. Eine Heldenseele. Nice. Komische Musik. Ja, also, total. Oder was heißt Musik? Geräusche. Total. Oh, jetzt kommt echt... Oh. Diese Muscheln. Ich hasse sie abgrundtief. Muscheln? Ja,
cooles Gegner. Die fressen sich doch wieder. Ja, ja, die fressen einen. Also die haben auch so einen Move, den man nicht blocken kann. Aber die halten einen Arsch voll aus. Machen mega viel Schaden. Boah. Sind in großer Zahl da. Da hinten sind es noch zwei. Es ist einfach, ja, ekelhaft. Feuer scheint den aber nicht gut zu bekommen. Gut für uns. Doppelt getroffen. So, eine ist tot. Bei denen kann man übrigens... Da hat sie dich. Ja, da hat sie mich. Und die macht jetzt so viel Schaden. Und die... Oh Gott. Das gibt's nicht, oder? Unsere krasse Waffe. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Was machst du jetzt, ey? Ich hab keinen blassen Schimmer. Sterben. Ich sterbe einfach gerade sowieso. Ja. Ich konnte mich nicht mal mehr bewegen gerade da in der Ecke. Shit. Ja. Erste Priorität, Waffe reparieren. Kacke. Oh Mann. Reparierst du die Waffe? Ach so, ja, klar. Oh Gott, Benny. Keine Seelen. Ja, nimm eine. Ich leg meine ganze Hoffnung in dich, ne? Dass du jetzt unsere Seelen da unten auch wiederholst. Ja, so viele sind das aber gar nicht, oder? 43.000? Naja. 6 Menschlichkeit? Naja. Das reicht schon, das reicht. Zum Reparieren, Dicke. Ja. Du packst das schon. Sei einfach vorsichtig. Geht's hier direkt los? Rechts. Ach, da ist eine Abkürzung. Ja, ja, da ist jetzt die Abkürzung, genau. Direkt rechts da. Zack. Hier sind noch keine Gegner mehr. Doch, doch. Also nicht direkt hier, aber. Da hoch? Nee, da von da kommen wir. Oh. Da lang, genau. Und jetzt diese Treppe runter da, die ich da runtergelassen habe. Aber ja, die Kristallhülle, das ist quasi dann jetzt das Ende des Dungeons auch. Und der letzte Part ist halt nochmal total krank irgendwie mit diesen Muscheln. Die super nervigen Muscheln. Wo rennst du hin? Wo war das? Da unten. Da ja. Unten? Was ist denn da hinten noch? Noch mehr Golems. Ja, da ist auch noch ein Item irgendwas. Kannst du auch noch erforschen, wenn du möchtest. Erstmal versuchen, das Zeug zurückzuholen. Das wäre so super. Oh. Halt's Maul. Ich häng fest. Benny. Nein! Ja! Ich bin nicht rausgekommen. Und ja, ich kannte nicht den Weg. Da war er ganz vorsichtig, der Benjamin. Ja, ich kannte nicht den Weg. Ich hab dich gefragt, wo muss ich lang? Ja, da unten, aber dann du hast warst gesagt, du halt ja, nicht vorsichtig. Ich bin nach so lang gerollt. Ja, auf einmal hast du festgehangen. Ja, weil ich nicht gesehen habe, dass es ein Abgrund war. Sorry. Ja, macht ja nichts. Sind halt unsere Seelen weg. Passiert halt bei dem Spiel mal. Aber es war schon ein komischer Bug auch gerade. Ich glaube, mit so einem Jump hättest du dich gerade noch retten können. Kann man den denn aus dem Stand machen? Ja, halt, wenn du so rennst, so auf der Stelle, kannst du ihn trotzdem machen, ja. Die 1000 Seelen hole ich wenigstens noch. Jetzt wird natürlich... Oh. Ja, jetzt genau die Stelle war das. Jetzt wird natürlich der Endgegner, falls wir da hinkommen, umso schwerer. Die Jungs sind mir zu hart. Die Muscheln sind hart genug. Und der Endboss erst recht. Da möchte man natürlich gerne immer mit so viel wie möglich Heilung ankommen. Laufen wir mal. Was ein Glück, haben wir wenigstens den hier aus dem Weg geräumt komplett. Mhm. Der ist nämlich so nervig, der kann einen ständig darunter kicken.
sieht halt total lustig aus, wenn man hier so drüber rennt, einfach nur. Aber dazu sind diese Prismasteine auch gut, da kann man sich den Weg markieren, die sind so kleine leuchtende Steine. Dann weiß man wirklich hundertprozentig, wo es lang geht. Ich glaube, ich saug diesmal erst die hier. Oh, die kommt schon. Ich habe jetzt nicht noch eine mitgebracht. Nee, sieht gut aus. Ach Gott. Das hätte ich so gerne jetzt so eine richtig weitreichende Waffe, weißt du? Aber nee, wir haben natürlich diese Winzwaffe. Da will sie mich fressen. Und guck mal, was man denen nur abzieht. Das ist hier einfach so ein ganzes Set von Schlägen draufgehauen. Aber staggern tun sie zwischendurch mal, das ist ganz gut. Und hier kann man Funkeltitanit farmen, wer es braucht. Wer seine Waffe gerne mit Funkeltitanit ausrüsten möchte. Oder es braucht, beziehungsweise um seine Waffe abzugraden oder sein Schild. Hier gibt's das. Macht ja auch Sinn. Bei den Muscheln, wo sonst immer Perlen drin sind. Guck mal, alle drei Schläge staggert sie mal. Ah. Ja, die gehen gut. Wie Butter. Wie Butter. So. Oh Gott. Das waren jetzt drei auf einmal. Oh, oh Gott. Mein Gott. Schnell die musst du wieder loswerden. Ja. Oder totkästen. Oh Gott, ich hänge wieder in dieser Ecke. Nicht gut. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, eine habe ich. Ja. Oh, die hat kaum noch was. Die hätte ich gar nicht gebraucht. Aber ist egal, ist auch tot. Und nur noch eine. Ich trinke nochmal und los geht's. Genau. Oh, noch zwei. Mhm. Haben wir das Feuer nicht? Wir haben doch das Feuer entzündet, oder? Da unten. Nee, haben wir nicht. Nicht das. Oh Gott, wir sind echt... Ist das das letzte vom Boss? Ja, der ist direkt da unten, wo diese Nebelwand ist. Oh nein. Ja. Das kannst du ja voll vergessen. Das kannst du mega vergessen. Vor allem, weil ich jetzt... Oh, ich hab's überlebt. Aber jetzt bin ich... Oh, ich hab's nochmal überlebt. Oh, da trifft sie dich nicht. Nee, jetzt heile ich nochmal, aber dann war's das auch mit uns. Nee, oder? Egal. Es ist... auf jeden Fall wichtig jetzt, die zu töten und... zum Boss zu gehen. Trotzdem kann ich gleich nochmal erklären. Ah, da funkelt die Titanit und Läuterungsstein lässt die auch droppen, ja. So. Hier ist nämlich jetzt keine Nebelwand. Aber dahinter ist der Boss. Mhm. Und danach, aber wenn wir das jetzt gleich, werden wir ja hundertprozentig sterben, eigentlich. Danach kommt da eine Nebelwand. Und im Prinzip jetzt, wenn ich jetzt zu dem Boss gehe, können die Muscheln mir einfach folgen in den Bosskampf rein. Mhm. Wenn die Nebelwand da ist und wir rennen an den Muscheln vorbei, Können die Muscheln uns nicht mehr durch die Nebelwand folgen. Wird's also ein bisschen einfacher. Ja. So. Ich hoffe nur, der verflucht uns jetzt nicht. Hier, Big. Aber ich glaube, wir sterben sowieso direkt. Deswegen kann er uns gar nicht groß verfluchen. Oder sieht man jetzt so einen Lebensstrang von ihm quasi? Den muss man zuerst durchhauen, sonst ist er unbesiegbar. Aber ein geiles Ding. Der Kristalldrache. Bäm. Riesenvieh. Was ist natürlich unser erstes Ziel? Wir wollen ihm den Schwanz abschlagen. Der Schuppenlose. Endlich haben wir wieder einen Drachen. Ich muss natürlich erst... Ah, da ist das Ding. Was ich gesucht habe. Der rastet jetzt ein bisschen aus. Wird hier überall Kristalle hinzaubern, aber gerade nur vor sich. So, das schlagen wir kaputt. So, ab jetzt ist er verwundbar. Sonst haut man auf den, bis er grün und blau wird und er ist nicht verwundbar. So, und er hat drei Schwänze eigentlich, aber wir brauchen den hinteren. Und wir brauchen die Spitze des Schwanzes auch noch. Ist nicht da. Spitze. Ist gerade nicht da, aber oh, er tötet mich jetzt eh. Das war's. Hier. Also das Erste, was du machen solltest, ist das Leuchtfeuerkindle. Weil
Ach so. 5 Tränke. Forget it. Einmal Menschlichkeit. Nee, zweimal brauchst du. Zweimal? Ja. Ja, weil Wucher. Du musst ein Mensch sein, um das Leuchtfeuer entzünden zu können weiterhin. Also das geht nicht als Hülle halt. Wup, wup, wup. Einmal zum Mensch, bitte. Und jetzt entfachen. Ach so. Eins zu weit. Mann, schade, dass das so ein weiter Weg ist zu dem Boss, ey. Ja, aber wenn man wirklich, also wenn du jetzt da sprintest ein bisschen, dann bist du schnell wieder da. Und ich versuch's mal. Ist halt auch echt hart, muss man sagen, dem den Schwanz abzuschlagen. Sonst ist der gar nicht so hart. Weil man den doch recht gut verarschen kann, indem man alles um ihn rumläuft so. Und er sich dann nur am Drehen ist, statt seine Attacken wirklich zu machen. Und dann gibt's nur diese Bodenklatscher mit seinen 3 Schwänzen. Aber ich weiß nicht, Benny der Bosskiller muss mal wieder zuschlagen, würde ich sagen. Ja, mal gucken. Danach hätten wir nämlich endlich unser heiß begehrtes Schwert. Hier. Rechts, nein. Oh, tot. Tot? Nee, oh. Okay. Hätte genauso gut sein können. Gerade sah so aus, als würdest du da weiterrutschen. Oh, renn. Rechts? Ja. Ist natürlich hier wirklich super ärgerlich, einfach nur den Boss. Man hat in der Nähe kein Leuchtfeuer mehr und man muss immer diese ganze Höhle ablaufen. Ja, nochmal so ein Schmetterling, ey. Ja, die hängen hier einfach. Super, super geil. Hier war der unsichtbare Weg, oder? Nee, musst runter noch. Oh, ach da. So, hier. Ja. So schwer zu erkennen, man läuft doch nicht immer direkt auf den Boden und so. Ja. Nee, da bist du wieder falsch. Nee. Da, wo das Ding im Leeren ist quasi. Da ist der unsichtbare Weg. Hier, und jetzt musst du eigentlich strack geradeaus. Okay. Und hier musst du aufpassen, dich ein bisschen links halten, weil der rutscht dann manchmal an einer Stelle so ein bisschen runter. Da. Ja. Oh. Und drückt dich richtig weg. Ja. Huh. Jetzt sich da direkt runtertroppen lassen, da ist auch ein Zeichen auf dem Boden. Das, Achtung, schon ein bisschen weiter links, da wo die... Ja, genau da. Ach nein! Oh, Glück gehabt. Oh, da rollt er sich. Todesmutig. Jetzt quasi wieder genau geradeaus von dem Zeichen aus. Und dann müsstest du ankommen. Ja, genau auf diese, was so ein bisschen raussteht, da gehe ich immer drauf zu. Und dann ist man eigentlich sicher. Okay. Und dann bist du schon da und jetzt kannst du quasi auch stark an den Muscheln vorbei. Wie ein Berserker. Bin ich ja mal gespannt. Und in den Nebel rein. Die können natürlich immer noch so leicht durch den Nebel durchhauen, aber da wirst du dich eh nie befinden. Sehr schön. Alles klar. Bossfight. So, das Ding ist nicht mehr da, ne? Du kannst ihn bestimmt jetzt schon verletzen. Ich hab's ja schon letztes Mal durchgehauen. Ich glaube, das bleibt auch so. Oh, oh. Da musst du auf jeden Fall immer so schnell wie möglich raus, ne? Weil das verflucht einen. Oh Mann. Oh Gott. Da hat er es überall hingemacht. Ja, roll dich, das ist eine gute Taktik. Wenn du dich einfach weiter immer rollst, dann... Wie er gerade ausrastet. Das ist aber der Schwanz. Das ist der Schwanz, ja, der hintere. Oh, jetzt versteckt er ihn wieder. Aber siehst du jetzt schon, fängt er schon an, sich nur zu drehen die ganze Zeit. Weil ist du das halt, der richtige Schwanz? Da waren auch unsere Seelen. Erkennt man hier sehr schlecht. Stimmt. Oh. Kannst du mal einen Trank nehmen? Also immer der hinten ist. Jetzt hast du gerade die Front von ihm. Ja. Ja, da ist er, das ist er.
Oh, der ist viel zu schnell für mich. Ja, ey. Ich weiß. Wir brauchen Geduld. Wir brauchen echt Geduld hier bei dem Kampf. Irgendwann wird es schon mal passieren. Ja, und jetzt direkt die Spitze. Und er zieht dann schon wieder weg. Also schnell sein und stark zuhauen. Vielleicht nimmst du auch das Schwert in beide Hände. Du blockst ja wieder nicht, ne? Ja. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da sind wir schon so schnell, wie man nur sein kann, ja. Aber nicht schnell genug für ihn. Nee, aber das eine Schwanz bringt auch nichts. Du verbrauchst zu viel Ausdauer. Ja, okay. Der eine Schwanz hier ist mir immer im Weg. Jetzt, Carsten, nochmal eine Chance. Ja, ist schön. Boah, und dann haut er direkt immer mit dem Schwanz. Ja, muss ich mir merken. Aua. Und dann haut er nochmal. Da stehst du gut, ja. Ziemlich safe. Ah, nee, das Ding war wieder da auch. Das musst du erstmal kaputt hauen. Shit. Okay, ich habe nämlich auch gerade auf die Lebensleiste geguckt. Hab gedacht, hey, du hast ihn doch schon mal getroffen. Das ist doch schön. Beweg dich nicht. Ja, das war perfekt. Ja, nochmal. Ah, Mist. Da Alter, wie er aufwischt einfach nur den Boden. Ja, ich nehme noch einen. Oh, jetzt muss ich hier weg. Aber ich glaube, ihn irgendwie auf den Boden spucken zu lassen oder so, ist gar nicht so schlecht dafür, wenn wir hinten an den Schwanz wollen. Nein, shit. Schade. Jetzt haut er wieder mit den Schwänzen. Und er dreht sich aber. Fuck. Komme ich einfach dann nicht vorbei? Ja, doch, jetzt bist du gerade so ein bisschen durchgeglitscht. Da kann man sich von ihm so mitschieben lassen vielleicht, wenn man hinter den Schwanz kommt. Ja, das wäre lustig. Jetzt hängt er gerade in so einer Schleife fest. Macht gar nichts mehr. Das wäre, wenn ich ihn jetzt haue hier am Schwanz. Ach, der macht schon irgendwann noch was. Ja, jetzt, wenn ich festhänge. Ja, definitiv macht er jetzt irgendwas. Nee, hängt immer noch. Aber jetzt. Du hast leider keine Ausdauer mehr jetzt. Schön, schön. Oh, das sieht sehr gut aus. Ja, da ist es. Schwert des Mondlichtes. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Wenn du Lust hast, könntest du es halt auch direkt equippen, ne? Ich meine, so. Oh. Ein bisschen Abstand nehmen vielleicht noch. Nee, das krieg ich nicht hin. Kriegst du nicht hin? Das wäre auf jeden Fall, würdest du uns den Job eine ganze Menge erleichtern, denke ich. Obwohl wir wissen nicht mal, ob wir die Stats haben lassen. Ja. Kriegst den schon hin. Wo soll ich jetzt hin? Jetzt ist er ja nicht so schwer. Also du hast ihn ja jetzt schon ziemlich ausgecheckt. Es bleibt, Achtung Schwanzhauer, es bleibt immer noch gut, natürlich hinter ihn zu gehen, weil er vor sich diese Kristallkacke spuckt, was wirklich extrem krass ist. Und den Schwanzschlägen kann man wenigstens einigermaßen gut ausweichen. Und jetzt kannst du ihn auch dahin hauen, mal so zwischendurch. Zack. Ich glaube, Benny, der Bosskiller, hat es wieder gebracht. Noch nicht. Aber da, wie der Schwanz da noch rumliegt, so geil. Ja, da bin ich echt froh, dass du das jetzt wirklich beim ersten Mal quasi direkt den Schwanz abgehauen. Das ist bei dem nämlich wirklich nicht einfach. Macht er den Schwanz-Move? Nee, gerade macht er den Ultra, überall ist Kristall-Move. Und jetzt macht er den Aufwisch-Move. Und dann hat er nur noch den, ich hau überall hin mit meinen drei Schwänzen. Aber nicht mit seinem Stummelchen. Ah, du hast den so unter Kontrolle, Benny. Das ist gar kein Ding. Aber ja, meiner Meinung nach einer der einfacheren Bosse auf jeden Fall. Obwohl er so
so ziemlich, ziemlich hohen Eindruck schindet sofort. Und wenn man verflucht wird, natürlich von ihm. Ist ja auch der krasse Drache aus dem Intro. Ja, stimmt, stimmt. Der Schuppenlose, der quasi die anderen Drachen hintergangen hat. Ja, genau. Ist ja einer der Fürsten halt jetzt auch. Ja. Von dem wir die Seele natürlich haben wollen. Und da ist er tot. Noch nicht. Doch. Nee, doch. Da stirbt er gerade. Zack. Ein Applaus. Huiuiui, mal super. Wieder ein Boss down gegangen. 60.000. Geil. 60.000. Da können wir mal gerade noch ein bisschen hochleveln, oder? Ja. Also und, aber guck erstmal das Schwert an. Ja. Erstmal das Schwert. Was brauchen wir für Stats für das Schwert? Und die Stats müssen wir holen. Oh, wie schön das ist. Endlich ein neues Schwert. Das hatten wir jetzt auch wieder ganz schön lange. Na? Das Quelax. Das sind alle Bögen, Lanzen. Ich glaube, es ist ein Großschwert. Da, Schwert des Mondlichts. Ah, ja. Das ist kein Großschwert, nee. Aha, 132 Magieschaden. Sonst nichts. Ist es vielleicht doch nicht so geil, wie ich dachte? Ist auf jeden Fall eine Drachenwaffe. Was brauchen wir? Uns Geld mit was? Oh mein Gott, mit Intelligenz. Bringt uns gar nichts. Bringt uns gar nichts. Na toll. Schade, schade. Zieh's trotzdem mal an, bitte. Oh, Mist. Hier was. Ja. Na super. Und ich dachte, das wäre so toll für uns. Ja, dann aber bleiben gar nicht wir mehr bei nachgeguckt. Dem. Ja, ja, aber. Soll ich mal kurz zeig's nehmen? Mal kurz. Okay. Ja. Und jetzt mach mal in zwei Hände. So okay. In zwei Hände. Und die schwere Attacke. Nämlich extrem geil. Boah, so ein Power. Kannst du irgendwo hinschießen, halt richtig. Ja. Ja, du schießt halt direkt immer vor dich, sonst würdest du so ein bisschen fliegen. Ach so. Wenn man so nach oben schießt, ja. Da. Ah ja, cool. Ziemlich geil. Damit erleichtert man sich so viel, aber naja, das Schwert ist wohl für ein Endbild gedacht, weil es braucht ja kein, nicht großartig Stärke oder sowas. Also wenn jemand Intelligenz spielt, holt euch dieses Schwert. Verdammt. Ja, gut, aber den Boss wollten wir oder mussten wir so, sowieso legen, ja, für den die Story wir sowieso und so. Legen. Und wir wollen ja eh alle Bosse legen. Nur die Waffe hilft uns nicht weiter, da müssen wir dann mal was anderes noch raussuchen. Ja, dann müssen wir wohl doch zu dem anderen Drachen. Ja. Hm. Ja, wie geht's weiter? Bisschen Zeit haben wir noch. Ja, ans Leuchtfeuer und wegteleportieren, würde ich sagen, weil hier gibt's nichts mehr zu holen. Hm, und wohin? Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes, wollen wir das Add-on jetzt spielen? Die gemalte Welt? Könnten wir spielen? Oder weiter die Hauptquest machen quasi? Hm, dann lass doch mal... Wo ist denn der andere Drache? Der ist in der Dings nämlich. Also der ist im Add-on, deswegen hatte ich das gerade als erstes im Kopf. Ja, wenn wir sonst nirgendwo eine geile Waffe kriegen gerade, ja, könnte man das ja einschieben, wenn wir da jetzt schon eine Chance haben mit dem Equipment. Ja, sollten wir. Ja? Ja. Na gut. Wird schwer, aber was war bisher nicht wirklich... Also es ist dann immer schwer. Müssen wir in den Wald. Ja, zu Hydra. Also geh am besten zum Feuerbrandschrein, kommst du am schnellsten hin von da aus. Ah, wir müssen uns mal das Leuchtfeuer am Sonnenlichtaltar holen. Mhm. Das wäre gut. Dann würden wir noch schneller dahin kommen. Können wir ein paar Estus hier noch holen? Ja, und aufsteigen. Ach ja, stimmt. Können wir zumindest die Rüstung jetzt mal ganz anlegen, stimmt, denke ich. Ja. Wie viele? Ja, ich würde so machen, dass wir es ganz genau haben und dann können wir weiter auf Vita gehen und so, ne? Hm. Ich gebe mal gerade nur einen und guck nochmal. Ich ziehe sie einfach mal an. Ja, genau. Sind ja nur noch die Handschuhe jetzt. Ist ja gar nicht mehr so viel. Unterschied von 2,8. So, dann brauchen wir... Oh ja, ist ja leicht. Das ist nice, ja. 140. Ja. Oh,
reicht nicht. Wir nehmen noch eine Seele, oder? Dann haben wir es, glaube ich, genau 140. Kann sein. Könnte sein. Wir haben aber auf jeden Fall auch noch genug Seelen, um noch 2 Level zu machen, was wir da alles an Seelen jetzt eingesammelt haben. Oh. Ach Mist, das geht ja so nicht. Scheiße, immer noch vorbei. Doch, die alle 4 kannst du... Ja. Ja, ja. Okay. Geben zwar nur 1000 jetzt, aber wir müssen sie ja eh irgendwann mal einsetzen. Also müssen wir nicht, natürlich. So. Dann pack mal die Großen aus. Die Heldenseele zum Beispiel. Die wollen wir jetzt schon nehmen. Brauchen wir nachher nicht mehr so viel. Ja, okay, du kannst auch eine andere nehmen. Ich find's immer gut, wenn man die Großen nimmt und dann gleich benutzen kann, weil die Kleinen, die kann man so besser portionieren halt, dann kann man sich's genauer machen, wenn man es wirklich möchte. Ja. Aber jetzt ja, ehrenwerter Ritter gibt auch ordentlich was. Können wir erst noch einmal aufsteigen. So, da haben wir's. Ja. Cool. Komplettes Ordensdienstset, Drachenschild, nice. Ja, so muss er sein. Ja. Jetzt geht er ab. Jetzt geht er ab. Ha! Fast Roll, immer noch am Start. Pam. Ja, oder du teleportierst dich mal kurz zum Schmied und lässt auch mal unser Schild ein bisschen verstärken. Das wäre auch vielleicht nicht schlecht. Mhm. Wollen wir das jetzt ein bisschen länger benutzen? Ja, oder? Mhm. Ich finde das Schild ganz cool. Zum Schmied, zum welchem denn? Gemeinde der Untoten. Da ist er, der Schmied. Der Gute und will unsere göttliche Glut haben. Hm. Ja, geben wir ja, klar. Well, thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. Es macht keinen Sinn, sie irgendwie zu behalten. Man kann sie vielleicht verkaufen oder so, habe ich noch nie probiert. Ein paar Seelen davon kriegen, aber pff, warum? Was machst du? Was? Ach so, Rüstung. Nee, das gehört zu Waffen. Ah, okay. Aber Ordensdienst zum Beispiel konnte man nicht verbessern hier. Nee, manche Rüstungssets kann man nicht verbessern. Mhm. Die sind halt aber auch schon geil, so wie sie sind. Ja. Drachenwappenschild. Oh, Funkeltitanit braucht man da zufällig für. Mhm. Aber wir haben noch ein bisschen was. Und das kann man sogar auch kaufen bei dem Riesenschmied in Anor Londo. Ja, da brauchen wir ein paar Seelen. Brauchen wir nur Seelen? Erstmal, ja. Ach so, cool. Ja, den Wanderfluch kannst du auch mal da rausnehmen und das Goldharz auch. Stimmt. Die Waffe können wir nämlich eh nicht verwandeln. Jetzt nimmst du ja doch die ganz kleinen. Ja, die brauchen wir doch echt nicht. Guck mal, die bringen doch gar nichts. Ja, okay. Wir haben es jetzt eh nie ausgerechnet. Aber reicht es? Nee, es reicht nicht. Ich nehme noch hier den Ritter. Okay. Ach, das Inventar immer. Zack. Halt auch immer ein bisschen ungünstig, ne, wenn man wirklich mal stirbt. Oh. Wenn man wirklich mal stirbt, dass dann die ganze Menschlichkeit weg ist und dann ist unsere Waffe wieder um einiges schwächer. Nicht so cool. Was machst du jetzt? Ausrüstung umwandeln? Nee. Ach nee, Waffe verstärken. Umwandeln. Was ist denn umwandeln? Na, da kannst du unser Quelachs wieder zum Schotels machen. Ach so. Oder das Schotel zum Quelachs. Hm. Oder eine plus 10 Waffe zu einer plus 11 Waffe und von da aus kann man sie dann hochmachen auf eine plus 15 Waffe, von wo aus man will.
So, das war's aber, ja, mehr haben wir das nicht. Das war's jetzt. Ja. Aber plus 4 ist schon mal nice. Ja. So. Wir sind endlich voll ausgerüstet, haben leider das Schwert, nachdem wir die ganze Zeit gejagt haben, hat sich herausgestellt als totaler Reinfall für unseren Charakterbild. Ja, aber da finden wir schon was in den nächsten Folgen, was uns da weiterbringt. Und wir machen jetzt auch hier mal Schluss. In der nächsten Folge, wahrscheinlich geht's dann ins Add-on. Bin ich auch mal gespannt, das kenne ich selbst noch nicht. Das kam mit der Prepare to Die Edition. Oh ja. Und ja, freut euch schon mal darauf. Geht bestimmt wieder ab. Bis dann. Tschüss. Tschüss.